So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir machen heute weiter mit der Mission Aufrüsten. Wir sollen uns einen Brustschutz herstellen. Ich muss mich nochmal gerade richtig hinsetzen, überhaupt irgendwie mal. Ja, das ist der Gedanke dahinter, wa? Für einen Brustschutz brauchst du weiches Leder, du befindest bei bestimmten Tieren. So. Gut, ich guck mal gerade hier. Auf meinem Tisch sind einige Gesuche. Warte mal, was machen wir denn? Wasserratten. Alle akzeptieren wir auf jeden Fall, weil. Er würde nicht aufgeben. Aber erstmal bauen wir einen Brustschutz. So, Questlog öffnen. Wir haben aber auch noch vorher ein bisschen was zu tun. No? So, was haben wir hier? Okay, Zeit schon vergehen. Na gut, das können wir. Da können wir uns wahrscheinlich wieder aufladen. Der Gesunde kann sich während des Kampfes regenerieren. Das ist definitiv immer ganz, ganz gut. Okay, ich habe die Geofelskatapult. Ich habe nur einen. Okay, ich habe nur. Hab ich echt noch einen? Nö, gar keinen. Okay. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. So, wir müssen irgendwie mal schauen. Redet, kauft ein. Wir sollen ja Leder holen. Ist. Ne? Da ist irgendwo Leder. Wandert. Dreimal weiches Leder. Und dreimal weiches Leder. Alles klar. Gut, dann machen wir uns da mal hin. Dann holen wir uns mal Leder, Leder! Bayek, sei vorsichtig! Sieb ist ein gefährliches Pflaster geworden. Ptolemäus, er hat uns allen großes Leid gebracht. Oh. Warte, ich werde mich tatsächlich wieder umbauen. Weil ich werde hier von der Dings weggehen. Auf das Bronzeschwert. Ich bin eher so der Schwert. Mein alter Magi-Posten. Ich werde mit Zenu darauf gehen. So, aber wie gesagt, wir werden erstmal uns das Leder holen. Ist das definitiv der Magi? Nein. Neuer Ort entdeckt, Schedje-Lager. Angeblich ein Sperrgebiet. Aber es ist für uns jetzt unwichtig. Da ist Leder. Ich bin so langsam, ne? Hat er uns gerade jetzt geholfen? Ja gut, er hat bestimmt geholfen. Weiches Leder plus 1. Wir brauchen jetzt insgesamt 5. Was war hier jetzt hier? Ja, schau ich nicht, okay. Müssen also weiter gucken. So, den haben wir auch kassiert. So, ich muss gucken, wo da aber neue sind. Okay, naja. Nur
35 Meter weg von hier ist ein weiteres Ledertier. So, aber du geht's auch. Das wird reichen. Gut, wir haben Leder. Knecht, Göttin der Jagd. So, Herstellung verfügbar. Wir können Leder herstellen und einen Brustschutz herbasteln. Warte mal kurz. Herstellung hier. Brustschutz erhöht. Das wird perfekt passen. Quest abgeschlossen. So, gucken wir mal, was wir als nächstes hätten. Jetzt haben wir hier Lizenzwaffen. Okay. Wir können ja hier die Familienzusammenführung noch spielen. Finn und rette Terremon und die anderen Bauern. Habe ich aber eine Möglichkeit? Nee, ich habe bestimmt keine Möglichkeit, um das jetzt zu. Jetzt kann ich nicht mehr verfügbar. Geil. Na gut, dann gehen wir zurück. Das war wahrscheinlich genauso clever, der zu machen. Hat sich natürlich übelst gelohnt, da jetzt reinzumarschieren. Geil! Natürlich! Entschuldigung! Lassen die uns jetzt in Ruhe oder verfolgen die uns jetzt mehr oder weniger? Ich muss ja mehr oder weniger jetzt mal kurz in mein eigenes Dörfchen zurück hier. Ne, jetzt ist das halt mal. Oh oh, das ist nicht immer gut. Gib den Weg frei. Das habe ich. Ich will eigentlich hier raus aus der Nummer. Ich wollte eigentlich gar nichts machen. Entschuldigung, es tut mir leid. Wer ist das Oberhaupt zurückgekehrt? Upsi. So, die Bauern werden hinter dem Tempel des Amun gefangen gehalten. So. Gerne, die Tat die Richtung dein Ziel an. Findest du, wenn es im Kreis wird, hilfst du dir, dein Ziel zu finden. Ziel lokalisiert. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Markiere Gegner mit deinem Adler. Die Götter werden dir nicht vergeben. Okay. Zweimal Level 4er. Oh, zwar. Natürlich wahrscheinlich ziemlich clever da runter zu hüpfen. Wir sind schon fast wieder Level 3. Ich muss mir mal ganz kurz hier ein bisschen. Du könntest ja natürlich mal einen Bogen machen. Mal, wenn ich weiß, was auf mich zukommt, nee. Hier schießen sie zuerst und fragen dann.
Hey! Zu langsam! Da bist du ja! Gute Nacht. Bin ich überhaupt hier richtig? Ja, ne? Sieht so aus, als wäre ich hier richtig. Hinter dem Tempel des Amun. Die Frage ist, wo? Schau mal hier irgendwo. Ich würde sagen, die Tempel brauchen wir gar nicht anzugehen. Dann machen wir es mal wieder, machen wir einfach mal außen rum, würde ich sagen. Weil. Deswegen halte ich mich mal gerade aus der Nummer raus hier. Wir müssen uns ja nicht unbedingt mit allem anlegen. So, da haben wir schon wieder richtig an der Nummer. Dann gehen wir hier mal lieber außen rum, weil ich muss mich nicht unbedingt in den im Tempel. Deswegen sind teilweise Level 4er dabei und wir sind gerade bei Level 2. Soll ich da jetzt hoch oder was? Hier kommen wir wenigstens mal überall noch hoch, oder? War doch schon mal die richtige Nummer. Ah, so ist richtig. Geh, schnell! Wo ist Theremun? Ah, bei Amun. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Ah, hier, Theremuns Leiche zu seinem Hof. Super, Alter! Alter! Also mich gerade noch ein bisschen Luft. Ich bring dich um. Wer gehört dir? Meine Fresse! Alter! Was? Stirb, du Sau! Ja, aber sterbi! So, wo ist da noch einer? Ich hab das Ziel in Sicht!
So. Haben wir jetzt irgendwie mal ein bisschen Luft gerade oder sieht das jetzt wieder immer noch so aus, dass ich jetzt nichts machen kann? Oh, bist jetzt irgendwas unterwegs. Weiter auf dem Tempel des Moon, ja. Was? Das war's. Stirb! Ich muss wieder ein bisschen mit dem Ziel. Da. Jetzt. Mein Gott. So. So, Leiche des Amun. Wo muss ich jetzt da hin? Da, irgendwo. Kann ich ihn jetzt wieder drauflegen, ja, ne? Aufhören. Oh, da. So, warte mal. So, Abzug. Ich verschwinde mal hier. Das macht er jetzt natürlich automatisch, weil jetzt muss ich gerade nichts mehr machen. Er nimmt natürlich jetzt den Weg über die Straße hier. Rentest du denn lang? Steinbock-Versteck. Alter, wo bist du denn unterwegs hin? Du sollst eigentlich mehr oder weniger zu der Mission? Oder bin ich ja jetzt gerade ein bisschen noch überfragt? Wo bist du denn da lang? Du rennst doch jetzt nicht außen komplett da rum, oder was? Ernsthaft? Der Weg wäre kürzer gewesen, wahrscheinlich jeder durch den Dorf, durch den Ort, ja. Haben wir kurz einen Steinbock erledigt. Ich finde es auch einfacher, jetzt kürzer als jetzt hier einmal komplett die Weltgeschichte, aber der einmal komplett aus durch den See um den See rum oder was? Durch das Wasser komme ich nicht durch, oder? Okay, da war nur Gedankenspiel, was das klappt. Ich hab nicht so ganz. Halt, ihr bleibt. Ach, scheiße. Ich bin schon vergessen. Warte mal kurz, ich muss nochmal zurück zu dem. Oh mein Gott, ich hab den Kollegen da vergessen, gerade kurz. Warte mal kurz. Entschuldigung. Ich nehme mal deine Leiche mit, Kollege, ne? Warte mal. Das war jetzt eigentlich mehr oder weniger nicht beabsichtigt. Oder? Einmal kurz die Leiche vergessen. Oh, was passiert.
Tja, dann versuchen wir jetzt mal den etwas kürzeren Weg jetzt zu dem Hof zurückzugehen. Die Frage ist, ist das so clever, da durchzumarschieren? Ach, passiert schon. Etwas? Ich bring dich um. Oh. Ja, du sitzt da rüber. Jetzt. Aua. So, wir sind wieder raus aus der Nummer und haben jetzt wieder was kürzeren Weg. Sorry, manchmal bin ich halt einfach ein bisschen über Fragen ein bisschen verpeilt. Aber wir haben es, glaube ich, jetzt soweit. Was haben Sie mit Theremons Hof gemacht? Ich glaube. Ja. So, Absteigung Missionsziel abzuschließen. Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Isa? Sie liegt hier, mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Leider. Auch Theremon scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Scheinbar, ja. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. So viel Tod in der Oase. So. Wir können sie nicht mal anständig begraben. Kann ich irgendwie jetzt ablehnen? Es ist nicht deine Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Zeni. Jetzt kann ich das, ja. Es war Ptolemäus krankes Regime. So. Er ist ein schlechter Pharao. Bringen wir ihn zur letzten Ruhe zu seiner Familie. Mögest du Frieden finden. Die Quest ist abgeschlossen. Familie zusammengeführt. Und schon haben wir wieder zwei neue Quests bearbeitet. Stufeaufstieg, Stufe 3. So, und in der nächsten Folge machen wir die Fähigkeit. Betreiben wir die Fähigkeitspunkte und gehen die nächste Quest an. Tschüss.